Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem, ja, wieder mal etwas spezielleren Video. Letztes Mal habe ich euch ja einen, ich glaube, 40 Minuten langen Einblick in meine Sammlung gegeben. Keine Sorge, es wird auch noch einen weiteren Teil geben, da die Nachfrage bestand. Heute möchte ich mich mal um eine andere Frage kümmern, und zwar: Wie sortierst du deine Karten und wie sieht der Weg vom Ankommen der Karten bei dir bis hin zum Einsortieren in deine Koffer aus? Das hier ist der Koffer, so sieht der Koffer aus. So sehen wir es dann am Ende, dazu kommen wir dann auch am Schluss nochmal. Das hier habe ich jetzt bloß für die kleine Einleitung noch genommen, ein schönes Bild. Und wie dieser Weg jetzt aussieht, das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Schritt Nummer 1. Ja, der erste Schritt ist eigentlich kurz, knapp und ganz einfach. Die Karten kommen bei mir an, ich gucke sie mir an, hülle sie aus, sortiere sie, mache mein Video, hülle sie wieder ein. Und dann werden sie erst einmal vollkommen unsortiert in irgendein Behältnis geschmissen, um es jetzt mal ganz unromantisch auszudrücken, in leere Tinboxen, in Koffer, was weiß ich, was ich da habe. Und da haben wir hier einen, den gucken wir uns jetzt auch mal an. So sieht das dann aus, das ist auch alles zweireich, also darunter geht es direkt noch weiter. Also wir haben zwei solche Reihen und zwei solche Reihen. Wir können nochmal testweise was rausholen. Da ist alles zusammengeschmissen. Wertvolle Karten, nicht wertvolle Karten. Absoluter random Quatsch. Ja, das ist in unterschiedlichsten Hüllen. Da wird überhaupt nicht drauf geachtet, was es eigentlich ist. Hauptsache, es ist erstmal verstaut. Haben wir gleich doppelt. Das ist also überhaupt nicht von Wichtigkeit. Ich werde mir auch das hier nochmal durchgucken müssen, weil ich gerade dabei bin, alles, was mit Oldschool zu tun hat, rauszusortieren. Manchmal sind hier auch mehrere Exemplare in der dicken Hülle, ist aber eher selten der Fall. Und ja, sobald die dann hier eingeordnet sind, bleiben die dann erst einmal ein paar Monate dort liegen. Kann ein halbes Jahr sein, kann ein Jahr sein. Manche liegen hier schon 2-3 Jahre drin. Und ja, dann geht es im Prinzip darum, dass ich immer zeitlich sortiert arbeite. Das heißt, ich suche mir immer einen Koffer raus und sage mir, okay, zu dieser Ära, zum Beispiel Duel Monsters oder 5Ds oder GX, dazu will ich jetzt einen Koffer machen. Und dann gehe ich meine komplette hier unten vorhandene Sammlung durch. Hier unten befinden sich in etwa 60.000 Karten. Die anderen 290, was weiß ich, 1000 von den 300.000, die ich besitze, mittlerweile sind es ja mehr, befinden sich dann im Dachboden. Das sind die, wo meistens schon sortiert sind oder wo halt einfach noch eher zwischengelagert worden sind. Und dann picke ich mir eben diese ganzen Tinboxen und so weiter, wo sie sind, raus und gucke die durch und hau erstmal alles, was zu dem Thema gehört, raus. Wirklich alles. So. Und wie wir dann weiterverfahren, das sehen wir uns jetzt an. Schritt Nummer 3. Wenn wir diese Karten dann aussortiert haben, werden sie eigentlich, so wie sie sind, direkt wieder in Tinboxen gefüllt. Nur, dass sie eben jetzt wirklich nach Ära sortiert sind. Ich schreibe dann auch hier unten Oldschool auf die Tinboxen drauf. Oder halt GX, je nachdem. Auch da können wir mal kurz reinsehen. Die sind dann immer noch in unterschiedlichsten Hüllen. Wir gehen mal hier kurz das Ding an der Seite durch. Ab und zu sind auch Cummins mit drin. Die Cummins mache ich aber normalerweise extra. Aber hier halt Pyramid, also Pyramid of Light, weil sie halt ziemlich wertvoll ist. Und dann haben wir da halt alles Mögliche. Hier ist auch immer noch nicht sortiert nach wertvoll, nicht wertvoll. Ja, da ist das alles Mögliche drin. Ja, was man sich nur denken kann. Auch einfach in die Tinboxen gehauen sozusagen. Sieht noch alles relativ chaotisch aus und alles relativ undurchdacht. Ist es aber nicht. Es hat sehr wohl natürlich auch seinen Sinn und Zweck. Jetzt haben wir eben zumindest schon mal das ganze alte Zeug. Da es gelten natürlich auch Reprints oder an alte Sachen angelehnte Packs, wie zum Beispiel das Movie Pack oder das Duelist Packs, Battle City und Revivals of the Pharaoh und das Millennium Pack, das zählt für mich auch alles noch als Oldschool. Es gehört ja auch dazu, es gehört in diese Zeit, ja, es ist halt einfach nur neuer Stuff für diese Ära, sage ich mal. Ja, und da ist halt wirklich alles Mögliche drin, man sieht es auch, weniger wertvolle Sachen, ein bisschen was Wertvolleres. Ja. Ja, was haben wir hier? Nach FN Secret aus dem Retro Pack, genau. Genau, und so wird das hier drin dann einsortiert, aber so bleibt das Ganze natürlich nicht, denn wenn wir bei diesem Punkt angelangt sind, dann heißt es, hoppala, ihr seid auch rausgegangen, also geht ihr auch wieder rein. So. So, wenn wir bei diesem Punkt angelangt sind, dann heißt es für mich, Zeit zu bestellen. Ja, bestellt werden dann weiße Small-Size-Hüllen, natürlich glänzend, und
schwarze Normal-Size-Hüllen ebenfalls glänzend. Was wir hier sehen, ist ein optionaler Zwischenschritt. Ich habe ja nicht immer Hüllen vorrätig. Das bedeutet, ab und an habe ich auch gerade keine schwarzen da, sondern nur weiße. Wenn das der Fall ist, dann wird erstmal alles, was in diesen Tinboxen ist, sofern die Folien natürlich ausreichen, eben in diese weißen Hüllen umgesleeved. Auch hier bleibt natürlich, wie vorher auch, alles oldschool-technisch sortiert. Ich glaube, hier habe ich mal ein bisschen besser sortiert. Da sind nochmal ein paar Sachen beieinander. Ja, hier zum Beispiel auch, das ging ja früher mal, also die gingen ja 3 bis 4 Euro früher, von denen habe ich unendlich viele. Seit dem Reprint Infusion Enforcers natürlich nicht mehr. Leider Gottes sind genau diese Hüllen so glitschig. Oh, Gott sei Dank, das wäre jetzt fast ein Outtake geworden. Und ja, da gibt's, da werden dann eben die unterschiedlichsten Karten. Ich meine, normalerweise ist es noch ein bisschen chaotischer. Ich habe hier letztens was durchgeguckt, deswegen ist das hier jetzt ein bisschen sortierter. Und dementsprechend wird das eben alles umgesleeved in diese weißen Hüllen und wird dann eigentlich so wie sie sind wieder in eine der Tinboxen gehauen, unverändert. Und dort warten sie dann im Endeffekt darauf, dass ich mir dann die schwarzen Normal-Size-Hüllen bestelle. Ich bestelle die nochmal immer alle auf einmal, aber meistens habe ich halt doch mehr weiße als schwarze da. Dementsprechend gibt es natürlich immer so ein paar Karten, die so ein bisschen warten. Das ist also wie gesagt ein optionaler Zwischenschritt, der nicht unbedingt sein muss, sage ich jetzt mal. So, wenn der Krempel fertig ist und ich habe dann die schwarzen Hüllen da, dann wird das Ganze natürlich auch noch in die schwarzen Hüllen gesleeved und dann beginnen wir tatsächlich zu sortieren. Dann wird geguckt, was haben wir wie oft da. Und wenn das dann auch noch fertig ist, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt beschäftigt sich dann mit der Vorsortierung bzw. mit der Einsortierung der vorsortierten Karten und der sozusagen der Voreinsortierung. Und zwar in diese Ringordner hier, da habe ich insgesamt 6 oder 7 Stück. Auch normale Lights-Ordner habe ich noch hier. Das sind dann die sogenannten Reste-Ordner, dazu kommen wir auch gleich. Und das sieht dann wie folgt aus. Ich habe hier gleich meinen Finger drin, weil die ersten Hüllen sind ein bisschen leer. Das ist ein bisschen schlecht, um das zu veranschaulichen. Und dort ist dann, ich hole hier auch mal kurz eine raus, so sieht das dann aus, wenn die doppelt gesleeved sind, also eine weiße hier in einer schwarzen. Sieht einfach cool aus, weil es wie eine Art Bilderrahmen wirkt. So werden die dann vorsortiert. Einfach alle, die wir da haben oder die ich gerade gefunden habe. Sind aber auch nicht immer beieinander, die sind auch ab und zu, von denen habe ich zum Beispiel noch irgendwo welche in meinen Kisten rumliegen, habe ich nicht alle gefunden. Auch von Teva habe ich unendlich viele eigentlich. Von denen hier habe ich auch ganz viele, da finden wir dann hinten noch ein paar mehr. Sind also so gesehen, auch noch ein bisschen durcheinander, aber auf einer Seite sind zumindest immer dieselben zu sehen. Ich bin immer noch ein bisschen am Sortieren, ich bin immer noch am Durchschauen, deswegen sind die Seiten hier noch nicht voll. Ich habe, glaube ich, von dem, was ihr hier seht, habe ich auf jeden Fall mindestens 1 bis 2 DIN A4 Seiten voll normalerweise. So wird das dann hier vorsortiert und befindet sich danach quasi in einer Art Wartemodus, sage ich mal. Das ist zum Beispiel eine Reste-Seite. Ich habe die hier eigentlich schon in den Top-Loadern, allerdings sind die danach dazugekommen und die wollte ich auf jeden Fall noch in der Sammlung haben. Man kann es ja mal ein bisschen durchsehen. Ist auf jeden Fall reichlich da, reichlich vorsortiert. Hier haben wir die nächsten, ne? Also es ist halt dann immer noch vorsortiert und ein bisschen durcheinander auch noch teilweise. Hier haben wir jetzt eine besondere Seite. Hier zum Beispiel, das ist jetzt unterschiedlich, hier unterscheidet sich es auch. Das sind die sogenannten Resteblätter. Das heißt, von denen habe ich eigentlich schon genügend im Koffer. Aber die können auch noch dazu. Die werden dann als nächstes in die Toploader gepackt. Karte des Untergangs habe ich jetzt letztens eine gespendet bekommen. Das ist, glaube ich, die hier. Die wird dann noch reingepackt. Oder von denen hier habe ich ohnehin nur 3. Ja, und dementsprechend, oder hier haben wir jetzt vorne gesehen, da haben wir keinen Platz mehr gehabt, also kommen die auch hier rein. Und das wird halt dann dementsprechend auf sogenannte Resteseiten gepackt. Und ja, wir sehen auch dann hier hinten geht es direkt weiter. Hier noch ein paar Dark Magicians, hier nochmal so eine. Also die Resteseiten sind dann immer bevorzugt, die werden dann auch als erstes leer gemacht. Und die Doku Rider Spells, genau. Hier dann die Doku Rider an sich. Da habe ich auch noch Rare aus dem
Na, Tournament Pack 2, der ist schon in einem Toploader drin. Der ist ja ewig viel wert für eine Rare. Und ja, so sieht das dann aus. Und dann gibt es natürlich noch die Lights-Ordner, die ich verwende. Da haben wir hier dann auch noch direkt einen, den ich hier mal so zur Veranschaulichung mitgebracht habe. Das sind hier die ganz normalen Lights-Ordner. Ich bin wie gesagt noch am Sortieren. Ich glaube, ich habe noch in meinen Kisten oder so noch dreimal so viele schwarze Löcher. Da werden wahrscheinlich auch ein paar in den Tradebinder wandern, in Super Rare. Und ja, da wird halt dann so Step by Step alles zusammensortiert. Ihr müsst natürlich wissen, bei der Größe, zum Beispiel die hier sind total falsch. LODT, die gehören da gar nicht rein. Die sind im falschen Ordner, muss ich später nochmal raussortieren. Bei der Größe oder bei der Menge an Karten, die ich habe, und bei der Größe der Sammlung ist es natürlich fast beinahe unmöglich, ja, hier tatsächlich dann das relativ zeitnah durchzuboxen. Dementsprechend braucht das Wochen bis Monate, bis der ganze Mist so sortiert ist. Und es verändert sich ja immer auch ein bisschen was. Es kommen wieder Karten raus, weil sie in den Toploader kommen. Dann finde ich wieder Karten in meinen Boxen. Die kommen dann wieder in die Resteseiten. Und so wabert das dann quasi immer vor sich hin. Jetzt haben wir uns aber lange genug bei diesem Schritt aufgehalten. Stehen geblieben. So, jetzt haben wir uns lange genug bei dem Schritt aufgeblieben. Danach, wenn wir soweit sind, heißt es nämlich wieder einkaufen. Und dieser Einkauf findet einmal im Monat statt. Und zwar sind das pro Monat 8 Päckchen Toploader. Und wie das Ganze dann aussieht, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt werden wir beim allerletzten Schritt, warum ich die Handschuhe trage, zeige ich euch gleich. Jetzt wird wieder eingekauft, wie bereits gesagt, und zwar nicht nur die eben angesprochenen Toploader, sondern auch ein Koffer. Das hier ist ein Werkzeugkoffer, den man auf Amazon kriegen kann für 22 Euro. Wenn ihr einen Link wollt, könnt ihr das mal sagen, dann werde ich das irgendwann in den nächsten Videos mal verlinken. Ja, der ist von der Qualität her jetzt nicht unbedingt das Hochwertigste, ihr müsst auch aufpassen, manchmal kommt er mit so einem Klebezettel drüber, das ist bei dem auch so gewesen, dann sind die ganzen Ränder hier verklebt, das muss ich mal mit Feuerzeugbenzin sauber machen. Oder er kommt ohne, dann ist er natürlich komplett sauber und innen drinnen der Schaumstoff ist halt manchmal ein bisschen locker, den muss man dann richtig hindrücken. Aber darum soll es heute nicht gehen, soll ja hier keine Produktbewertung werden. Und eben die Toploader und dann werden die Karten mit Handschuhen, damit die Toploader nämlich keinen Fingerabdruck abkriegen, dort reingepackt und hier reingebaut. Was ich natürlich gerne mache, ist dann hier in die Mitte. Man kann auch die Dinger hier ein bisschen weiter versetzen, dann passen hier immer zwei Stück nebeneinander. Und eine Reihe so, dann kriegt ihr den kompletten Koffer voll mit Karten. Geht auch super auf. Ist aber allerdings so schwer, dass dann die Trennwände rausbrechen, teilweise. Das wollen wir ja nicht. Und hier in den Deckboxen befinden sich dann auch in Toploader gepackte Karten. Und ja, so sieht das Ganze dann aus. Das ist dann aber auch nur eine Vorsortierung, sage ich mal, noch. Ich bin nämlich noch nicht so weit. Und zwar gibt es natürlich immer mal wieder den Fall, dass ich, hier haben wir zum Beispiel die Cards of Demise, dass ich die Karten in den Koffer packe und dann der Meinung bin, ich wäre fertig. Und dann finde ich eben, wie es zum Beispiel bei Card of Demise ist, es wieder eine im Ding drin. Die wird hier aber nicht mehr reinpassen. Das bedeutet, die wird in einen anderen Koffer wandern. Und dann ist das natürlich wieder ein wenig unsortiert. Wenn ich da mal so 5 oder 6 Koffer habe und ich natürlich auch weiß, okay, mehr Karten werden da nicht reinkommen, alle anderen kommen dann in den Tradebinder, dann werden diese ganzen Koffer auseinandergerissen, nochmal die Karten durchsortiert und dann nochmal ordentlich eingeordnet und dann sind die Koffer auch tatsächlich zu 100% fertig. Ja, aber ihr seht, auf jeden Fall, die Sortierung ist hier jetzt schon wesentlich besser, natürlich durchs Durchschauen kann es natürlich vorkommen, dass dann doch mal zumindest im Koffer selber ein bisschen Unordnung herrscht. Das tue ich aber eigentlich einmal in der Woche am Freitag dann korrigieren. Und irgendwann, wenn ich dann die Koffer so oft durchgesehen habe, dass ich mittlerweile alles auswendig weiß, dann kommen die hoch in den Dachboden. Und dann hole ich mir andere Koffer runter teilweise, wenn ich dann mal so viel habe. Momentan sind es ja noch die Ordner oben, die muss ich auch alle noch umsortieren. Gott sei Dank habe ich das mit den Double Sleeves schon vornherein gemacht. Sonst hätte ich das Problem jetzt auch noch. Und ja, das ist im Prinzip das ganze Hexenwerk. Mehr ist es nicht. Ist natürlich ein gewisser Aufwand dabei, das Ganze sortieren. Auch am Anfang die ganze Planung, wie will ich es denn machen? Ich habe mir den Koffer ja selber designt, ich habe die Idee nirgendwo abgeguckt, das ist mir selber gekommen. Und ja, dementsprechend
war es das im Prinzip. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, die Frage beantworten. Zumindest denjenigen, die diese Frage auch tatsächlich gestellt haben. Wir sehen uns dann nächste Woche zu noch zwei neuen Folgen Neuzugänge. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und haltet die Ohren steif.